Hallo und herzlich willkommen hier um LS22 auf Nordfriesischen Marsch im Molybdäner-Spielstand. Ja, das sind die vier Kandidaten, um die es gehen soll. Ne? Die müssen alle wieder zum Einsatz. Wir haben ja am Freitagabend hier wieder auf der Marsch gespielt im Multiplayer. Wir haben den August hinter uns gelassen. Wir sind im September angekommen. Es waren noch im September paar Kartoffeln zu ernten. Sorghumhirse war ja alles fertig. Ich hatte ja schon noch hier die Drescher alle umgerüstet. Ja, denn wir müssen einmal müssen wir Vermehrungsgras dreschen. Wir müssen einmal die Feld 19 das Handfeld, die Feld 66 das Handfeld und dann unser Lavendel müssen wir ernten. Das ist das, was im September ansteht. Plus die Weintrauben, die müssen auch noch geerntet werden. Ne? Ja, wie man hier schön sieht, hier machen wir Streifen auf dem Feld. Ne? Sämaschinen hat man ja auch noch losgeschickt. Wir hatten ja auch eine grobe Planung. Ob es jetzt perfekt ist, weiß ich nicht. Gemacht. Was wir ansehen, wir werden es nicht brauchen, das was wir ansehen. Bloß, ich sag mal, wir, ja, die Sämaschinen, die sollen nebenher laufen. Klar müssen wir sie ab und zu umsetzen. Wir werden jetzt auch nicht auf eine Sämaschine warten, wenn wir jetzt hier die Nacht überspringen müssten. Dann sind halt zwei Wachstumsstufen drauf. Wie gesagt, das Safe Game werde ich am 25.10. spielen wir ja das letzte Mal, wo getippt werden kann, am 26.10. hochladen. Ja, und damit es nicht so nackig ist, deshalb sehen wir die Felder an. Das, was an Wintergetreide alles drauf muss. Inwiefern wir das alles schaffen, weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Ne? Denn wir müssen, glaube ich, fast die ganze Insel ansehen und hier oben noch die drei Felder, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Wir hatten hier oben die Mulcher angesetzt. Da muss dann noch gekalkt werden. Hier ist auch der Mulcher fertig, sehe ich. Aber erstmal wollen wir mit unseren Dreschern los, dass wir wenigstens welche hier im Gang kriegen. Wir werden einmal hier 66, schicken wir mal einen hin, weil der braucht auch eine Weile, der Drescher. Ach so, Zeit wollten wir eigentlich generell für den September höher stellen. Das könnten wir eigentlich machen. Wir können im September eigentlich generell Zeit 3 spielen, denke ich mal. 5 vielleicht nicht ganz. Wir haben 2 Tage Zeit, werden wir schaffen, halt nicht 0,5. Wir stellen sie mal auf 3. Ne? So, ihn hier schicken wir mal zur 66. Der muss dann auch mit Abfahrern versorgt werden. Die anderen Helfer laufen insofern. Ne? Was wir auch machen müssen, ist natürlich den Raps, den wir ja im August angesehen haben. Den müssen wir noch spritzen. Ne? Also sogar Unkraut gewachsen. Ne? Dann haben sehr wenig Felder, die wir pflügen mussten, weil wir hatten relativ wenig Erdbruch. Ich glaube, die Kartoffeln sind unten auch fast fertig gepflügt. Ne? Also sieht schon so ganz gut aus. Und vor allen Dingen muss ich ehrlich sagen, wir haben ja das Verteilen abgeschalten in unseren Produktionen. Also wir fahren ja alles selber. Und dafür haben wir diese paar Meldungen da oben, Produktionsinfo halt stehen. Ne? Natürlich beim Monatswechsel waren sämtliche Tierställe wieder drin. Das ist schon noch alles erledigt. Die Hühner hatte ich Freitag alles noch nach dem Stream alles noch gefahren. Gut, sind immer 2 Touren, mehr ist es ja nicht. Beziehungsweise gingen ja schon nicht mehr alles rein beim Schlachter. Die letzten 2 Ställe habe ich gleich verkauft. Also nicht die Ställe, sondern immer plus 100 Hühner. Was wollte ich jetzt gucken? Weiß ich nicht. Er muss zur 77. Keine Ahnung, was ich jetzt gucken wollte. Hier werden wir es so machen. Klar, braucht er einen Abfahrer. Ich weiß nicht, wie ergiebig ist Vermehrungsgras. Weil, warum fährt er nicht? Würde sich an den Schneidwerk oder was? Weil eigentlich reicht hier ein Abfahrer auf der 77. Weil der eine Abfahrer kann das oben ins Silo bringen. Ne? Wir haben ja oben am Feld, hier Feld 79, haben wir ja noch ein Silo uns gestellt. Da sieht es natürlich so aus, da ist auch jede Menge Zeugs drin, was wir mal zum Hof fahren müssten. Ne? Wenn man hier einen LKW Zeit hat, die auch alle unterwegs sind, ne, dann könnte sich was machen. Ne? So, welchen nehmen wir? Ne? Freie Auswahl. Wir nehmen den roten Trecker, oder? Da fällt ja nicht mehr so offen der Reihe. Ne? So, also wird es ein Drescher-Abfahrer für die 77. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen für den Hanf. Wir müssen überall Schwatt anmachen, ne? Glaube ich. Das müssen wir auch einsammeln, wenn ich mich täusche. Ne? Und der Schwatt, den kann ja auch am nächsten Tag noch gesammelt werden. Also das ist jetzt auch nicht ganz so das Entscheidende. Hier Silo anliefern. 79 steht das.
fährst du mal mit hin. Und dann schicken wir gleich noch einen. Wir schicken gleich noch einen zur 66 und Hof. Das können wir auch gleich noch machen, dass wir wenigstens schon mal einen Abfahrer dort haben. Und dann müssen wir gucken, wie ergiebig das ist, dass wir sonst noch einen zweiten mit einstellen. 66. Hofsilo Anlieferung passt noch, können wir so lassen. Also. So, dann schicken wir mal noch einen zum Lavendelfeld und ein Feld 19. Also fürs Feld 19 gibt es definitiv bloß einen Abfahrer erstmal. Beziehungsweise den hier schicken wir mal zum Lavendel. Die 55 war das, ne? Oder? Genau, die 55. Ja, wenn die erstmal alle laufen, da ist dann auch wieder mehr Zeit. Ich weiß nicht, warum die. Ach, der klappt seine komischen Leiber aus. Das ist doch drin, die Leiber. So, den nehmen wir mal mit zur 19 und setzen wir gleich mal selber an. Ja, schon sind alle Fächer von hoch runter. Ne? Meine beide Vermehrungsgras, das wollen wir als Hühnerfutter. Und ja, die Grasschwatt brauchen wir ja. Und der Heutrocknung, die möchte Gras und der Fermenter möchte ebenfalls Gras. Ne? Inwiefern wir noch mehr Gras ansehen müssten, eigentlich normalerweise wird man noch mehr Fläche brauchen. Das kann eigentlich noch nicht reichen. Ui. Das geht ja schon gut los hier. Ne? Kommen wieder alle nicht weit. Ne? So, naja, ja. Müsste mal woanders lang fahren nach Möglichkeit. Aber da hat sich der Drescher aufgehangen. Ja. Passen wir hier durch? Ne, das geht nicht, oder? Fahren wir ein Stück zurück. Ach, nicht so. Nicht anhaken, das reicht ja schon so. Vollkommen klar, ne? Oh, der nächste steht schon hinter mir. Haut sich der LKW nicht vorbei. Wenn der auf die 55 fährt, fährt er auch der lang, ja? Okay. Kommt mir fahr vorbei, Mensch. Ups, der nee, halt, der muss ich loslassen. Da haben wir das Chaos ja selber perfekt gemacht. Ne? Ach so, ihn hatte ich geschickt, der die Silage aus dem Fermenter noch weggeschaffen. Die Bega Süd, da machen wir eigentlich noch gar nicht mit Silage. Kommst du jetzt rum oder hängt es dich auch mal wieder an? Die müssten wir eigentlich verbunden noch einschalten, die Silage, dass es so verbraucht wird. Weil wir haben noch einiges an Ballen auch. Also alle kriegen wir die nicht. Aber das war erstmal so die beste Lösung, die da unten in die Bega zu fahren. So, hier einmal ausklappen. Hm.
ausklappen. Wir machen 4 Vorgewände, oder? Ja, können wir machen. Wir fangen auf dem Vorgewände an. Wir aktivieren mit 0 und wir überlappen 15%, aber machen 4 Punkte nach innen. Müsste ja auch am Deich lang können, würde ich sagen. Ach so, wir waren noch gar nicht fertig. Wir müssen noch Beete einstellen. So, wir müssen noch Beete einstellen. Gegen Uhrzeigersinn und 8 Stück machen wir bei 9 Meter. So, fertig generiert. Genau, 3 Beete macht er dann. Ach, hier hinten macht noch ein Mini-Beet. Na gut. Egal, lassen wir mal so. So, dann stellen wir natürlich noch die Schrottablage ein. Die ist ja deaktiviert, würde ich sagen. Also die Schwatter durch Strohablage. Die ist aktiv, okay. Achso, ich bin selber gefahren. Ne? Oder verwechsel ich das jetzt mit erster Wegpunkt? Mit Ken Crossing. Ne, da kriegen wir auch Hanfschwatt, oder? Ja klar. Auch Handschwatt, wir müssen bloß gucken, bevor wir die Kurse rausnehmen, dass wir dann hier eine Presse drüber schicken oder wie auch immer. Inwiefern muss ja auch machen, auch noch so viel, wie wir es im Lager kriegen. Aber ja, jede Menge haben wir Arbeit beendet. Ne? Ist ja schon oben angekommen an der 77, ja, der Drescher steht schon bereit dort drüben. Der muss natürlich auch im Gang kommen. Der Abfahrer war eher da wieder Drescherfahrer. Okay, ist interessant. Ja, egal. So, den nehmen wir raus. Anfang. Ja, weg, ja. So, dann brauchen wir für ihn natürlich einen Kurs. Ja, bei Vorgewende zuerst aktiviert 0, das geht so 16,6 nach innen. Ja, das sollte ausreichen. Beete, 6 Stück, bei 13 Meter vollkommen okay. Und gegen Uhrzeigersinn, das ist alles so richtig. Ist ja jetzt bei einer neuen CP-Variante, merkt sich das ja auch CP im Multiplayer, was es ja bisher noch nie gemacht hat. Ne? Finde ich stark, dass sie das hingekriegt haben. So, Strohablage muss hier natürlich auch geguckt werden, dass die an ist. Strohablage ist aktiviert, okay. Also oben wird noch Kompost verkauft, das ist gut möglich. Ne? So, hier, erster Wegpunkt. Dann gehen wir auf nächster. Kommt jetzt vorbei dort. Die hat er weit genug weggeschoben, ja. Nach gerade so, nach dem Fahrer, ja, genau. Und er sollte eigentlich jetzt hinten Grasschwatt rauskommen. Genau, das tut's, weil das Gras braucht man.
So, der ist eingestellt. So, dann gucken wir mal hier bei die Kollegen, die hier fertig sein wollen. Das ist nämlich einmal hier der Multior. Den können wir gleich unten 4041 umsetzen. Sprit ist genug drin, der kommt ein ganzes Stück. So, Kurs raus, kein Kurs, Kurs generieren, weil es ja alles gemerkt. Und dann müsste eigentlich hier ein Kurs entstehen, ne? Genau. Sieht doch ganz gut aus. Leider kann man nicht mehr beeinflussen, wo er an, also wo er endet. Ne? Er endet nicht hier, wo wir angefangen zu generieren, wie es früher war. Das ist leider nicht mehr so, aber gut. Ich denke mal, das ist auch nicht schlimm. Und dann sollte hier oben doch jetzt in... Ich habe doch hier einen Kalkstreuer hergeschickt. Wo ist denn der Kalkstreuer hin? Aha. Sieht mir aus wie die Stau. Der will zur 51. Hat natürlich wieder alles blockiert. Er verteilt noch Dünger. Ich weiß gar nicht, wie weit er schon kommen ist. Theoretisch, wenn der eine Runde rum hat oder zwei Runden, können wir den auch den restlichen Dünger verkaufen lassen, also Düngerproduktion. Und die werden sich doch dort unten wieder nicht einig, so wie das aussieht. Oder müssen wir gleich nochmal hingucken. Ne, jetzt fährt unten noch. Jetzt sehe ich es da nicht mehr. Gar keine Paletten, dass es hier so ruckelt. Wir fangen hier gleich auch irgendwo an. Das spielt hier auch keine Rolle. Wo wir ihn das Feld stellen, kein Kurs. Voreinstellung müsste passen. Genau, Bahn fängt er zuerst an. Einmal generieren. So, dann einmal erster Wegpunkt. Und Übergabe. Und dann ist irgendwann das Feld gekalkt. So, wer ist noch alles hier? Ach, unser Fendt ist fertig, okay. Man könnte hier zur Werkstatt fahren. Also ist alles gepflügt, jetzt die Kartoffelfelder unten. Könnt ihr hier wieder zum Hof, zur Werkstatt. Flug abgeben. Und dann sollte eigentlich, wenn der fertig ist, sollte doch hier einer stehen. Wenn ich nichts verkehrt gemacht habe, genau. Ja, war Steine ausladen. Der muss natürlich noch hier Steine einsammeln. Ne? So, kein Kurs. Einmal generieren. Für 9 Meter, 3 Vorgewände ist alles drin. Zurück, ich stehe ein bisschen weit weg. Dann sagt man hier erster Wegpunkt. Ich weiß nicht, wie viele Steine wird er einsammeln. Muss er ausladen fahren? Wir schalten es mal ein. Kann er sich dann selber überlegen, ob es macht oder nicht. So, wer ist noch fertig? Ein Kalkstreuer auf 34. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo der weitermacht. Wo der weitermacht. 45 muss gekalkt werden, würde ich sagen. Ja.
Da können wir eigentlich gleich hinfahren hier. Oder wir müssten ihn schon zur 51 schicken. Bei 51 muss definitiv noch angepflanzt werden. Auf 45 muss oft gekalkt werden. Wie weit ist denn der Mulcher? Naja, noch nicht fertig, ne? nicht 51, 50 meine ich. 51 sind wir unterwegs, ne? Aber auf die 45 kommt erstmal nicht rau. Wir fahren mal zur 50 hin. Achso, hier steht unsere Spritze auch rum, ne? Oh, wir hätten oben lang fahren können. Na ja, gut. Weil ich eben vorhin sagte, wegen Ansehen, wegen Spielstand nochmal hochladen und tippen. Natürlich am 25. kann das letzte Mal getippt werden, wenn wir da live sind. Und ja, ich werde definitiv nächste Woche, also am Freitag, wenn wir hier auf nochmal streamen, werden wir das letzte Mal gucken, was im Zentrallager drin ist. Und ja, da kann noch getippt werden bis zum 25. Das ist so erstmal grob der Plan. Und ja, da muss man dann ein bisschen Risiko, was wir noch zusammenkriegen am Paletten, ne, tippen. Weil aktuell hat man ja geguckt, am Freitag im Stream, da waren wir ja bei 293, glaube ich, ne, genau. 287 hatten wir vorige Woche, jetzt waren wir bei 293. Produktionen sind auch, ich sag mal, weitgehend waren sie leer gefahren, bloß es war ja ein Tag über vergangen. Also wir versuchen, dass wir so bis Dezember wollen wir eigentlich kommen. Ja. Dass wir vielleicht, also bis klassisch bis Ende des Jahres, dass wir vielleicht mal von Dezember in Januar die Nacht überspringen können. Aber viel weiter glaube ich nicht. Denn es ist nicht mehr lange bis zum LS25. Ne? Ich glaube, wir machen noch 4 oder 5 Streams hier auf dem Marsch. Mehr ist es nicht. So, wir lassen ihn einfach hier halten auf dem Vorgewende, auf dem Bahn beginnen und das Ganze halt mit 3 Vorgewänden und dann oder 2 Vorgewänden, da passt das dann schon. Kommt, dass ich mit dem Mulcher nicht in die Quere. Wie gesagt, wie weit wir hier mit dem Ansehen kommen, das ist, ach so, ist auch so eingestellt, das ist doch perfekt hier. Das werden wir dann gucken. Kann sein, dass wenn man eine Nacht überspringt, dass man vielleicht auch 2 Wachstumsstufen im Feld haben, dann ist es so. Wenn jemand dann das Safe Game weiterspielen möchte, wir müssen 3 Vorgewände machen, der haut uns sonst hier das doch in die Bahn rein. Oder wenn der so schräg fährt, wir machen mal hier 3. Der muss dann halt gucken, wenn es, wie gesagt, wenn das jemand weiterspielen möchte, der muss dann halt gucken, dass er vielleicht einen Monat länger warten muss, bis das ganze Feld erntereif ist oder bis erst die Hälfte aberntet. Keine Ahnung, ich weiß. Ach, und bei 3 Vorgewänden macht es gerade. Das ist nicht auch in der Nase. Also egal, es bleibt so. Erster Wegpunkt. Und hier müssen wir einstellen, Feld 50. Fliegt gleich unser Helfer wieder raus. Nochmal erster Wegpunkt. Und Übergabe. Müssen wir die dann später hier mal noch kalken. Ich glaube 39 haben wir auch noch nicht gekalkt, oder? 39, 38 haben wir da gekalkt. Ach doch. Gut, dann ist da oben bloß die 45 über, ne? Also muss ja wirklich fast machen können.
Ja, 38 ist auch gekalkt, okay. Ja, mal sehen. Wird sich schon irgendwann noch ein Kalkstreuer finden. Ich will mal noch einen Kurs einstellen. Da muss auch mal noch ein Düngerstreuer her, würde ich sagen. Ne? So, kein Kurs. Zwei Vorgewände. Vorgewände zuerst. 0. Und hier richtig fette Überlappung. Kann ruhig nach draußen spritzen. Achso, nicht, dass er uns hängen bleibt. Machen wir 0,4 hier. Was ist denn das? Hier fehlt ja ein Stück. Nur bei mir? Also hier fehlt es eindeutig, oder? Aber hier ist Linie da. Okay. Wir fahren mal hier ein Stück weiter vor und generieren noch mal. Oder sollte man bloß ein Vorgewende machen? Nee, macht das wieder so komisch hier. Mal gucken, wenn ich muss mal nacharbeiten mit der Hand. Hier, ja, erster Rückpunkt. Wir brauchen Nachschub. Wir können es einstellen. Hier klemmt. Warum klemmt es dort? Er hat sich mal wieder gegenseitig blockiert. Ja, hier drüben ist zweiseitig befahrbare Strecke. Warum dann trotzdem zwei manchmal drauf fahren? Das ist auch ein Rätsel. Dort fährt, ist es hier oben weitergefahren. Ja, doch. Die bekannten Stellen, die laufen alle. Oh, hier ist jemand fertig. Da können wir die Seemaschine natürlich Richtung Insel schicken. Ne? Die Insel ist komplett gekalkt, das ist alles vorbereitet. Wir fangen da klassisch an, 67, schicken wir ihn einfach erstmal hin. Müssen wir dann gucken, wenn sie dort ist. Hier müssen wir jetzt auch zwingend richtig einstellen, dass sie sich Nachschub holen würde. Das passt alles soweit, der Kurs kann raus. Weil hier für das bisschen Senf hat man das natürlich nicht gebraucht. Ne? So. Da unten läuft noch gar kein Crasher, da wollte ich doch hin. Im Feld 19 ist glaube ich noch kein Abfahrer dort. Ne? So, gucken wir schon mal ab. Keiner guckt, hätte ich beinahe gesagt. Nee. Gucken wir schon mal, ob Schwatt aktiviert ist. Strohablage ist aktiv, okay. Jetzt hier den ersten Meter aktiv, das ist uninteressant. Oh, sie wäre sogar aktiv, okay. Hier Vorgewende. Vorgewende zuerst. Aktiv 0, 15, hier 0, 4. Und Bete. Bete. Gegenuhrzeiger sind 8 Stück. Komm, generiere es. So, erster Wegpunkt. Der läuft. 5 Stunden. Also er wird im heutigen Ingame-Tag nicht fertig. Auch nicht schlimm. Ja,
Wir haben ja noch einen ganzen Tag Zeit. Er wird blockiert. Pantera. Naja, toll. So, nächster Wegpunkt. Das müsste doch eigentlich ja passen, oder? Ja. So, muss entladen werden. Ich denke mal, das wird an der 19 unser Drescher sein, ne? Oh, der steht ja saugünstig, oder? Da muss ich mir mal einen Tiger besorgen. Aber wen ich vermisse... Wo haben wir den anderen Drescher hingeschickt? Ach, der klemmt ja an der Leitplanke. Beziehungsweise am Mauerwerk. Den Trecker, den Abfahrer besorge ich mir noch, aber wir müssen erstmal gucken, ob wir noch den Lavendeltrescher dann kriegen. Denn heute ist nämlich schon wieder, machen schon wieder Überstunden zum Sonntag hier. Der muss auch noch ein Abfahrer her. Aber damit würden erstmal wieder alle vier Trescher laufen. Bei Vorgewende, ja, machen wir hier aktiv 0, 15, ne, Minus müssen wir nicht machen, Plus machen wir da eher. Die Minuswerte sind ja noch alte Einstellungen. Bete 6 Stück, 8 Stück. So, let's go. So, ich muss jetzt noch Abfahrer organisieren, das sehen wir dann am Dienstag, ob das geklappt hat. Ne? Denn Folge ist leider rum für heute. Da sage ich mal allen noch einen schönen Sonntag. Und wie gesagt, Dienstag 9 Uhr hier in der nächsten Folge. Also in diesem Sinne, bis dahin. Und tschüss.